getan habt, einem von diesen geringsten meiner Schwestern und Brüder, das habt ihr mir getan, spricht Jesus Christus. Seid ihr ganz herzlich willkommen heute Morgen zu diesem besonderen Gottesdienst hier bei uns in der Markuskirche. Ich begrüße natürlich die Gemeinde, die heute Morgen sich entschlossen hat, heute hier zu sein. Schön, dass Sie diese Entscheidung gefällt haben heute Morgen. Und ich begrüße natürlich ganz besonders den Abschluss oder den Kurs, den Qualifikationskurs der Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter, die heute Morgen auch mit hier sind, weil das ihr Entsendungsgottesdienst sein soll. Schön, dass diese besondere Form des Dienstes an Menschen auch durch einen Gottesdienst begleitet wird. Und was könnte, wo, zu welchem Sonntag könnte es besser passen als zu diesem heutigen, dem 14. nach Trinitatis? Denn Kranke zu besuchen und zu begleiten ist eines der 6 Werke aus dieser Matthäus 25 Stelle, die wir gerade gehört haben. Sie passen also sozusagen mitten in diesen biblischen Kontext, über den wir heute nachdenken wollen. Das finde ich sehr schön. Da begrüße ich auch besonders Frau Mirwald, Frau Schulz und Frau Hüsli. Huslein. Ich habe sie zu sehr verschweizert. Die werden diesen Gottesdienst liturgisch mitgestalten und mit begleiten. Und ich begrüße natürlich auch besonders diejenigen, die nachher entsendet werden. Ich kenne sie nicht alle persönlich, aber wir werden nachher die Gelegenheit haben, die Gesichter derer wahrzunehmen, die das umfasst. Wir werden heute darüber nachdenken, was dieser Spruch von Christus bedeutet, sich den geringsten der Schwestern und Brüder zuzuwenden und was es bedeutet, dass wir es an ihm tun. Ich hoffe, Sie können sich mit darauf einlassen und Impulse gewinnen aus dem, was wir singen und beten werden. Und so wollen wir jetzt gemeinsam in diesen Gottesdienst eintreten. Wir feiern diesen Gottesdienst als ein Fest des Lebens. Im Namen Gottes, Quelle, die belebt, Wahrheit, die befreit und Kraft, die uns erneuert. Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
Heute möchte uns ein Wort aus dem Lukas-Evangelium einen Lebensimpuls geben. Es steht bei Lukas im 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf und versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu das Gleiche. Liebe Gemeinde, das Kanzlergespräch ist eine neue Form von politischer Veranstaltung, die mit diesem neuen Kanzler medial eingeführt worden ist. Vor etwa 3 Wochen fand das 2. Kanzlergespräch in Magdeburg statt. Was bedeutet Kanzlergespräch? Bürgerinnen und Bürger, so wie Sie und ich, können dem Kanzler jede Frage stellen. Was für eine Gelegenheit, die Mächtigen einmal das zu fragen, was sie schon immer fragen wollten. Wann haben wir diese Möglichkeit, schon mal einem Großen eine Frage zu stellen? Was würde uns denn dann interessieren? Unser Bundeskanzler hat diese Veranstaltung ins Leben gerufen, weil er wissen will, über welche Fragen Menschen wie du und ich nachdenken. Was bewegt uns? Meistens sind es Fragen, die die Zukunft betreffen. Interessanterweise, wenn Menschen darüber nachdenken, was sie bewegt, ist es gar nicht so sehr die Vergangenheit, sondern dann schauen sie in die Zukunft. Was wird kommen? Was wird sein? Und unsere Fragen machen dann die Lebenssituation von uns Bürgerinnen und Bürgern offenbar. Und offensichtlich wissen dann Politikerinnen und Politiker, was sie tun sollen. Aber das ist genau die Grundstruktur der Frage, die Bürgerinnen und Bürger stellen. Was, sehr geehrter Herr Kanzler, werden Sie tun? Was wird unsere Bundesregierung tun? Was werden die politisch Verantwortlichen und wirtschaftlich Mächtigen in unserem Land denn tun? Das ist immer die Grundstruktur der Frage. Und diese Menschen wollen dann wissen, was geschieht, damit wir eine gute Zukunft haben. Was keiner der Anwesenden, soweit ich es überschauen kann, gefragt hat, wäre doch eigentlich eine ganz interessante Frage gewesen. Nämlich die Frage: Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, was soll ich tun? Bevor wir fragen, was andere tun, bevor wir fragen, wo unser eigenes Handeln liegt, sind wir dann doch immer daran interessiert, erstmal bei den Mächtigen nachzuhören, was werden die denn machen? Aber die Frage nach unseren eigenen Möglichkeiten scheint irgendwie nicht entwickelt. Ein kundiger Mann fragt Jesus genau diese Frage. Jesus, sag mir, was soll ich tun?
Das klingt wie einer, der die Probleme seiner Zeit anpacken will. Das klingt doch wie jemand, der endlich mal praktisch werden will und der die Dinge voranbringen will. Aber auch da haben wir uns vielleicht zu früh gefreut und sind vielleicht jetzt ein wenig enttäuscht. Dem Mann geht es am Ende um sich selbst und um seine eigene Zukunft. Denn er fragt weiter, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Nun, verstehen wir die Frage wirklich? Ich lese und höre diese Frage schon über 55 Jahre lang, nicht ganz so viel, und frage mich, was bedeutet die eigentlich? Nach was für einem ewigen Leben fragt denn dieser Schriftgelehrte? Will er wissen, wie es nach dem Tod weitergeht? Ist das, was ihn umtreibt? Stellt er sich eine jenseitige Welt vor, die mit der Welt, die jetzt wir hier erleben, nichts zu tun hat und die niemals endet und wo Zeit keine Rolle spielt und irgendwie alles sich von selbst geordnet hat? Will er wissen, was für Eintrittsbedingungen denn für diese besondere Welt gelten? Denn das kennen wir ja von religiösen Organisationen. Wenn die einem was versprechen, muss man in der Regel Eintrittsbedingungen erfüllen. Was ist denn diese Eintrittsbedingung für diese Welt? Gehört er denn zu den Menschen, die jetzt religiös sein wollen, jetzt möglichst gut leben wollen, damit es ihnen hinterher in der Zukunft möglichst gut geht? Sind wir denn zufrieden mit einer solchen Grundeinstellung von Menschen, die danach fragen, was muss ich jetzt tun heute, damit es mir in Zukunft gut geht? Er stellt die Frage danach, nach dem Erben. Das finde ich auch verwirrend. Der Schriftgelehrte will wissen, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu ererben? Kann man fürs Erben irgendwas tun? Nicht, dass ich wüsste. Fürs Erben bin nicht ich selbst verantwortlich. Erben, das macht doch die Generation vor mir. Die sorgt dafür, wer oder was oder ob und wie viel jemand erbt. Das passt doch überhaupt gar nicht zusammen, diese Frage. Was tue ich und was bekomme ich dann am Ende dafür? Ob ich erbberechtigt bin oder nicht, ob mir ein Erbe zusteht oder nicht, daran kann ich nichts tun. Das steht sozusagen fest und das fällt mir zu ohne meine eigene Aktivität. Ein merkwürdiger innerer Widerspruch in der Frage dieses kundigen Mannes. Solche Fragen nach Ewigkeit und die Ewigkeit als ein Erbe, die sind uns wahrscheinlich äußerst fremd. Ich habe zumindest kaum Menschen getroffen, die davon umgetrieben werden, nach der Frage nach der Ewigkeit und nach der Frage, ob sie erbberechtigt sind für die Ewigkeit. Wollen wir wirklich unser gegenwärtiges Leben danach ausrichten, wie es uns nach dem Tod geht? Menschen sagen, die Moderne ist dadurch gekennzeichnet, dass Menschen genau das verweigern. Sie wollen nicht eine Gegenwart leben, um dann irgendwie etwas nach dem Tod zu haben. Das ist nicht mehr unsere Denkstruktur. Die Religionskritiker haben uns da ja deutlich darauf hingewiesen, das ist doch eine Form von Heilsegoismus. Wenn ich in dieser Welt nur danach frage, womit es mir am Ende in einer Ewigkeit gut gehen wird, dann bin ich doch im Grunde genommen in einer ganz egoistischen Grundstruktur. Und wie, da wollen wir doch eigentlich raus oder nicht? Jesus kritisiert den Schriftgelehrten nicht. Er wirft ihm nicht vor, dass seine Frage nicht angemessen ist. Er antwortet, was wir stattdessen als eine Technik kennen, mit einer Gegenfrage. Wenn Ihnen eine Frage nicht gefällt oder wenn Sie eine Frage nicht für so angemessen halten, antworten Sie immer am besten mit einer Gegenfrage. Das macht den Gesprächspartner wahnsinnig. Aber das kann in Gesprächssituationen durchaus helfen. Nun, Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Will er in der Antwort ausweichen? Das Ganze beginnt uns vielleicht ein bisschen zu langweilen, denn es läuft auf ein theologisches Streitgespräch von zwei gelehrten Leuten aus. Hat das mit uns etwas zu tun? Aber am Ende sind die beiden sich eigentlich einig. Die beiden sind sich einig, was die Lösung ist. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist schon mal enorm. Denn
Wenn wir etwas nicht mehr können, dann ist es uns darauf einigen, was zu tun ist. Wenn wir heute etwas nicht mehr hinkriegen, dann ist es genau diese Übereinstimmung in den Grundlagen unseres Handelns. Wir sind in vielen Punkten einfach gegensätzlich in unserer Gesellschaft. Nicht umsonst hat der Club of Rome in seinem jetzt vorgelegten Bericht das als eine der zentralen Grundfragen der Menschheit benannt. Wie schaffen wir es, uns auf eine gemeinsame Realität zu einigen, in der bestimmte Handlungen von uns als Menschheit gemeinsam ausgeführt werden? Das ist die Grundfrage. Und wir dürfen überrascht feststellen, zwischen so verschiedenen Menschen wie dem Schriftgelehrten und Jesus scheint diese Grundfrage ja schon gelöst zu sein. Denn sie beziehen sich auf die Bibel. Die Bibel hat die Antwort schon gegeben. Gott lieben und den Nächsten lieben. Die Frage nach dem Leben und die Frage nach der Zukunft ist so schlicht zu beantworten. Gott lieben und den Nächsten lieben. Wir halten das für so schlicht und für so begreifbar, dass wir sogar unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden zumuten, das schon zu lernen. Als schlichten Leitfaden fürs Leben. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht als diese beiden Dinge. Auf die Frage, was soll ich tun? Diese zwei Antworten. Damit sind wir irgendwie nicht zufrieden. Der Schriftgelehrte war es übrigens auch nicht wirklich zufrieden. Was nicht in der Bibel steht, das ist, dass das die Bedingung fürs ewige Leben sein soll. Also aufgepasst, es gibt keine Eintrittskarte in einen irgendwie gearteten Vergnügungspark, der ewiges Leben heißt. Es ist nicht die Bedingung, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben, um dann den Einlass dafür zu bekommen. An keiner Stelle setzt die Schrift die Liebe zum Nächsten in Beziehung zu einer Belohnung mit dem ewigen Leben. Das hat alles erst die Kirche und die religiösen Gemeinschaften nach Jesus Christus, nach der Bibel getan. In der Schrift selbst finden wir diesen Zusammenhang überhaupt nicht. Und da sind die beiden Männer sich nun über etwas einig, aber wir sind vielleicht immer noch ein bisschen ratlos. Denn eine Nächstenliebe, die nur dazu dient, das eigene ewige Leben zu bekommen, die finden wir nicht befriedigend. Der Schriftgelehrte ist mit der Antwort Jesu auch noch nicht ganz zufrieden und er gibt noch keine Ruhe. Er will sich selbst rechtfertigen, heißt es. Er will sich selbst rechtfertigen. Das ist eine Struktur, die wir auch aus der Gegenwart kennen. Wenn wir danach fragen, wer jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist, dass der Klimawandel so passiert, wie er passiert, und wenn wir danach fragen, wie denn all diese Schwierigkeiten, die über uns kommen, woher die denn kommen, gibt es ganz viele Antworten der Selbstrechtfertigung. Wir können nicht anders. Die Ereignisse zwingen uns. Wir sind genötigt, so zu handeln. Hier ist die schlichte Frage, wer ist denn mein Nächster? In einer Welt von irgendwas zwischen 7 und 8 Milliarden Menschen kann es doch wohl kaum die Erwartung sein, dass jeder dieser 7 bis 8 Milliarden Menschen mein Nächster sein kann, oder? Da muss es doch irgendein Kriterium geben, nach dem ich das entscheiden und aussortieren kann. Ansonsten ist das ja eine Zumutung, jeden so betrachten zu müssen. Wogegen will der Mann sich eigentlich verteidigen? Jesus hat ihm ja keinen Vorwurf gemacht. Warum wollen wir uns immer sofort verteidigen? Gott macht uns doch eigentlich keinen Vorwurf. Noch immer geht es dem frommen Mann um sich selbst. Und noch immer fordert er ein, es muss klare Kriterien der Unterscheidung geben. Das ist wie eine moderne Sozialbehörde, die ganz genau feststellt, wer leistungsberechtigt ist und wer nicht. Da muss es noch klare Kriterien geben für mich selbst. Wer ist denn im Blick auf mich leistungsberechtigt und wer nicht? Bisher scheint uns diese Debatte vielleicht ein bisschen theoretisch, vielleicht auch ein bisschen spröde und an uns selbst vorbeigehend. Aber endlich erzählt Jesus eine Geschichte. Endlich geht es nicht nur um theologische Streitfragen, sondern endlich wird einmal aus dem Leben heraus erzählt. Und diesmal erzählt Jesus keine Geschichte aus der Bibel. Er erzählt eine Geschichte, die er selbst erfunden hat. Er erzählt keine Geschichte, die schon seit Generationen anerkannt ist, sondern eine, die in dem Augenblick völlig neu ist.
Dass sie für uns nicht völlig neu ist, liegt nun leider daran, dass wir 2000 Jahre später diese Geschichte hören. Jesus denkt sich eine Geschichte aus, wie sie auf den Straßen passiert, beinahe alltäglich. Da, wo eilige Autofahrer an Verletzten vorbeifahren und nur die Handykamera hochhalten. Da, wo Menschen einen großen Bogen drum machen, wenn irgendwo in der S-Bahn Gewalt geschieht, weil sie nicht mitbeteiligt sein wollen. Hinterher ist digital zu veröffentlichen die moderne Form der Verarbeitung einer solchen Gewalterfahrung. Aber nicht persönlich vor Ort eingreifen. Eine solche Geschichte aus unserem Lebensalltag erzählt Jesus. Und eine Geschichte, die klar macht, irgendwie sind wir immer drauf, uns zu distanzieren. Wir suchen nicht die Nähe des Nächsten, wir suchen eigentlich die Distanz. Und die Lebensprobleme der anderen sind uns unheimlich und darum ist ein Abstand für uns immer recht wichtig. Bitte verstehen Sie diese Geschichte nicht als eine Geschichte von guten und bösen Menschen. Es geht Jesus nicht darum, uns heute Morgen zwei böse und einen guten Menschen vorzuführen. Es geht ihm darum, zu erzählen, wie wir sind. Eine Geschichte zu der Frage, wann bin ich als Mensch lebendig? So möchte ich die Geschichte Jesu verstehen. Nicht danach, wann bin ich gut, wann bin ich böse, sondern danach, wann bin ich lebendig und wann bin ich im Gegensatz tot. Jesus dreht dann die Perspektive um. Er fragt nämlich nicht, wer ist mein Nächster, sondern er nimmt die Perspektive des Misshandelten ein. Aus der Perspektive des Misshandelten ist die Frage, wer hat mich denn wie ein Nächster behandelt? Also raus aus der Perspektive desjenigen, der Hilfe schenkt und der andere, der Hilfe benötigt, sondern rein in die Perspektive desjenigen, der vom Schicksal getroffen ist und darauf wartet, dass irgendjemand, der vorbeigeht, erkennt, dass es ihn mit betrifft. Da geht es nicht um mich. Da geht es nicht um mein Gutsein oder mein Menschsein. Da geht es um die Sicht von jemandem, der jemanden braucht. Darum geht es. Der Überfallene, der bietet drei verschiedenen Menschen an, etwas für ihn zu tun. Er bietet den Menschen an, dass sie gebraucht werden. Und nur ein Mensch nimmt die Aufgabe an, dass er gebraucht werden will. Die anderen beiden tun so, als wären sie gar nicht da, als gäbe es sie nicht. Die tun so, als wären sie eigentlich schon tot. Denn Beziehungslosigkeit, das ist eigentlich der Tod. Wenn wir nicht mehr bereit sind oder nicht mehr in der Lage sind, mit dem, der an unserer Seite ist, in Beziehung zu treten, eine Begegnung zu haben. Wir sind alle davon abhängig, gebraucht zu werden. Und wenn es etwas gibt, was Menschen umtreibt, dann ist es immer noch die Frage, braucht mich eigentlich noch irgendjemand auf dieser Welt? Gebraucht zu werden, und wenn Menschen uns anbieten, dass wir sie brauchen, ist das, was uns überhaupt erst ins Leben wieder hineinholt. Also ist derjenige, der eigentlich der Starke in dieser Geschichte ist, der Überfallene. Eine ganz interessante Perspektive, die Jesus da einnimmt. Leben erscheint uns erst sinnvoll, wenn wir gebraucht werden. Und wieder weiß der Frager die Antwort selbst. Niemand muss es ihm beibringen. Niemand muss es ihm predigen. Das Wissen darum ist in unserem Innern lebendig. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Wir wissen, wann wir lebendig sind und wann wir erstarrt sind. Und wir wissen, wann wir dem Leben genügen und wann wir ihm nicht genügen. Und manchmal sind wir der Priester und manchmal sind wir der Samariter. Und vielleicht gelingt es uns immer häufiger im Leben, Samariter zu sein. Wir wissen immer, was wir gerade tun. Und wir wissen immer, wer der Nächste ist und was wir in dieser Situation unseres Handelns für ihn tun könnten. Aber ob wir die Distanz aufgeben, das ist dann immer die Frage, die uns bewegt. Wann ein Mensch uns nötig hat, dass wir ihm zum Nächsten werden, das erkennen wir immer, weil wir die Situation, in der wir dann drin sind, sofort erkennen. Wie lebendig bin ich? Lebendig in dem Augenblick, in dem ich mich einem anderen zuwende. Lebendig bin ich nicht im Augenblick,
indem ich ein höchstes Lusterlebnis habe. Dieses Konzept gibt es auch. Nein, wir als christliche Gemeinde halten immer noch daran fest, dass die wahrhaftige Lebendigkeit eines Menschen sich dann ereignet, wenn er in der Begegnung einem anderen Menschen nahe kommt. Auf das Misstrauen des Schriftgelehrten antwortet Jesus mit Zutrauen. Auf unsere Furcht, dass wir unser Leben verlieren, wenn wir es verschenken, antwortet Gott mit dem Zutrauen, dass wir unser Leben verschenken können, weil es niemals aufhören wird. Nur wer spürt, dass er liebt, der weiß, dass er lebt. Ich würde unserem Kanzler wünschen, dass beim dritten Bürgerinnen- und Bürgergespräch, beziehungsweise beim dritten Kanzlergespräch, die 150 Bürgerinnen und Bürger, die dadurch los eingeladen sind, dabei zu sein, dass die mal geschlossen als 150 fragen würden: Sehr geehrter Herr Kanzler, was können wir eigentlich tun, damit es unserem Land besser geht? Wo werden wir denn gebraucht, damit es hier mal vorangeht? Wo können wir unseren Beitrag leisten? Wir sind immer noch am lebendigsten, wenn wir für die anderen da sind. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen Lied 78. Für ihre Arbeit. Die Telefonseelsorge wird im Wesentlichen von ehrenamtlichen Menschen getragen, aber auch hier braucht man immer etwas Geld, um Ehrenamtlichen die Möglichkeit zu geben, eine solche Arbeit auch ausführen zu können. Vielen Dank, dass Sie in Ihrer Großzügigkeit diese Form der Hilfe unterstützen. Wir haben letzte Woche in der Markusgemeinde 371 Euro gesammelt. Das war für die Markusgemeinde. Herzlichen Dank. Ich vermute mal, dass wir bei dieser großen Menge von Menschen heute mit diesem Ergebnis kaum zurückbleiben werden. Ihnen schon mal ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Nächste Woche feiern wir wieder Gottesdienst am 18. September. Ich muss nachher, ja, es ist der 18. September, wieder hier um 10 Uhr in unserer Markuskirche. Und wir werden im Anschluss an den Gottesdienst Gemeindeversammlung haben. Bitte merken Sie sich das schon einmal vor. Kommen Sie bitte, denn es geht in dieser Gemeindeversammlung um die Zukunft der Markusgemeinde. Wir wollen darstellen, was dieser sogenannte Prozess 2030, also die kirchliche Entwicklung auf das Jahr 2030 hin, was das für unsere Gemeinde bedeutet. Wir hoffen auf viele Menschen. Bitte verbreiten Sie das, dass möglichst viele Menschen sich dafür interessieren und wahrnehmen, was mit Ihrer Kirchengemeinde vor Ort geschehen wird bis zum Jahr 2030. Das Schönberger Forum tagt wieder am 19. September.
Ach, wie gut, dass niemand weiß. Es geht um die Bedeutung der Namen. 19. September, 20 Uhr mit Herrn Stähling. Andere Uhrzeit? Nein, der Herr Stähling kommt erst im Oktober. Am 19. September kommt Herr Frankenbach, da geht es um Ernährung. Oh, Entschuldigung, da habe ich die Mails verwechselt. Herr Frankenbach zum Thema Ernährung. Also das ist ja durchaus auch ein interessantes Thema für Montag, den 19. Kinderbibeltag wollte ich auch noch darauf hinweisen. Hier in unserer Markusgemeinde wird am 17. September, am Samstag, der Kinderbibeltag stattfinden von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Wenn Sie Kinder im Grundschulalter haben, Sie können sich noch anmelden. Wir freuen uns über alle, die mit dabei sind. Es ist ein Kinderbibeltag, der aus vier Gemeinden heraus bestückt wird. Und wir freuen uns schon drauf, denn das wird sehr schön werden. Ich glaube, jetzt habe ich soweit alles Ihnen mitgeteilt, was ich mitteilen wollte. Wir haben ja heute drei Hospizgruppen da. Da ist die Hospizgruppe Bethesda aus Kronberg, die Hospizgruppe Quelle aus Bad Soden und die Hospizgruppe Archinoa aus Königstein. Also diese drei haben hier bei uns einen Qualifikationskurs, wenn ich das so sagen darf, einen Kurs, in dem man lernt, wie man als Hospizbegleiter mit Menschen im Sterbeprozess umgeht, haben ihn hier absolviert. Und das heute ist die Schlussveranstaltung dazu und die Endsendung. Wir haben, wenn ich habe, bei den Urkunden habe ich 11 Urkunden gezählt. Kann das richtig sein? Oder sind das 10? 10. 10 Menschen, die ich jetzt bitte, hier vorne sich aufzustellen, in einem Halbkreis, damit wir Ihnen einen Segen zusprechen können und Sie in Ihrem Dienst entsenden können. Sie dürfen diesen Menschen für ihren Dienst ruhig auch mal einen Applaus spenden. Zeugen der Liebe Gottes auf steinigem Pfad. Das wurden Hospizbegleiterinnen vor vielen Jahren mal in einem Gottesdienst so gesagt. Aber ist Hospizarbeit das wirklich? Unterwegs auf einem steinigen Pfad. Hospizarbeit bedeutet die ambulante Begleitung und Betreuung von Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt. Aber auch allen Zugehörigen, Freundinnen, Freundinnen, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, allen Trauernden im Umkreis. Hauptamtliche und Ehrenamtliche möchten diesen Betroffenen in der schweren Zeit beistehen. Ziel ist es, so viel Lebensqualität wie möglich zu bewahren. Im Alltag heißt es, Hospizbegleitende geben Hilfe, damit alle Betroffenen so lange wie möglich aktiv am Leben teilnehmen können. Sie tragen dazu bei, dass dieser Lebensabschnitt trotz aller Beschwernis zu einer Bereicherung werden kann. Das Leben dabei soll weder verlängert noch verkürzt werden. Heute sagen wir, ein multiprofessionelles Team besorgt im Miteinander für das Wohl eines Menschen. Die Grundvoraussetzung dafür ist die Kontinuität der Versorgung. Ein Netzwerk von Betreuenden aus Pflege und medizinischer Versorgung setzt sich als Ziel, Menschen Geborgenheit zu geben und Symptome bestmöglichst zu lindern.
Die Zugehörigen werden ebenso durch dieses Netzwerk entlastet und begleitet. Sie werden gestützt und es gilt der Ausspruch Carl Rogers, der US-amerikanischen Gesprächstherapeuten, es tut gut, gehört zu werden. Unseren Ausdruck in der Hospizarbeit finden wir in dem Gedanken, dass die Wünsche der Betroffenen vielleicht auch unsere eigenen Wünsche spiegeln. Als langjährige Hospizbegleiterin wünsche ich euch heute, dass schon nach der Qualifizierung kleine Inseln der Hoffnung aufscheinen und den Zugang zum Hospizgedanken erleichtern. Dann sind wir unterwegs, aber längst nicht nur auf Steinen gespannt. Wir wollen heute auch an zwei Menschen denken und an Angehörige, die um diese Menschen trauern, die unsere Gemeinschaft verlassen haben. Wir denken heute an Frau Margot Heubes, geborene Paschke. Sie wurde am 10. April 1931 in Frankfurt geboren und sie verstarb am 22. August im Alt-König-Stift in ihrem 92. Lebensjahr. Und wir denken auch an Frau Gerda Rothärmel, geborene Hube. Sie wurde am 16. März 1941 in Lüneburg geboren und sie starb nach langer Krankheit am 29. August in ihrem 82. Lebensjahr in Schmitten in einem Hospiz. Wir wollen miteinander beten für uns und für die Welt. Lassen Sie uns gemeinsam Fürbitte halten. Deine Freundlichkeit und Liebe erfüllen die Welt, guter Gott. Deine Fürsorge setzt dem Elend Grenzen. Wir danken dir für die freundlichen Menschen in dieser Welt. In ihnen erkennen wir deine Freundlichkeit. Wir bitten dich für sie, schütze sie vor den bösen Worten, vor Verachtung, vor Missgunst, vor Hass. Umgib sie mit deiner Freundlichkeit und bleib an ihrer Seite und wir rufen zu dir, erbarme dich. Dein Erbarmen und deine Güte sind in der Welt, guter Gott. Du trägst die Schmerzen der Leidenden mit. Wir danken dir für die Menschen, die die Not der anderen sehen und handeln. Wir bitten dich für jene, die heute gesegnet und ausgesendet wurden. Durch sie zeigst du dein Mitleiden. Und wir bitten dich für die Opfer von Gewalt. Tritt für sie ein und schütze sie vor dem Vergessenwerden, vor Verleumdung, vor neuen Schmerzen, vor der Angst. Hülle sie in deiner Liebe ein und wehre alle ab, die sie verletzen. Wir rufen zu dir, erbarme dich. Dein Frieden ist auf Erden, guter Gott, und du liebst die Menschen guten Willens. Und wir danken dir für die Menschen, die dem Frieden dienen. Aus ihnen spricht deine Sorge. Und wir bitten dich für die vom Krieg Bedrängten und Verletzten. Entmachte die Kriegstreiber, die Tyrannen, die Lügner, die Mörder. Bewahre uns vor ihren Worten und Taten und wir rufen zu dir, erbarme dich. Dein Wort ist in der Welt, guter Gott. Du willst, dass wir dich hören. Wir danken dir für alle, die dich bezeugen und deine Gemeinde in aller Welt bauen. Wir bitten dich für die, die in deinem Namen Gutes tun, miteinander teilen, Kranke pflegen und Traurige trösten. Sprich durch sie, heile durch sie, tröste durch sie. Auf dich hoffen wir. Wir bitten dich im Namen Jesu, deines Sohnes, und rufen zu dir, erbarme dich. Und was wir sonst auf dem Herzen haben, was wir noch zu beten gewillt sind, das beten wir mit dem Gebet unseres Bruders. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nehmen Sie wieder Platz. Zum Abschluss singen wir von dem Lied 171.3. Bewahre uns, Gott, verhüte uns, Gott, sei mit uns auf unserem Weg, sei Quelle und Brot in Wüsten, Gott, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüsten, Gott, sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns, Gott, verhüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in unserem Zuverlässig. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in unserem Zuverlässig. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.